Bei meinem Video-Review habe ich leider etwas vergessen, und zwar Content-Upload. Für gewöhnlich ist es ja so, die meisten werden es so kennen, wenn man was zu Flickr hochladen will oder zu YouTube und so weiter, dann macht man das über eine App. Jetzt ist es so, eine YouTube-App gibt es hier zwar auf dem BlackBerry Playbook, aber mit der kann man nichts hochladen, mit der kann man nur Content konsumieren. Facebook, das hier integriert ist, da kann man Bilder und Videos hochladen. Aber es gibt ja sehr viel mehr Dienste, Foto-Hoster und so weiter, wo man dann gerne was hochladen möchte. Das hat BlackBerry bzw. RIM hier so gelöst, dass man den Browser öffnet. Und ich will es jetzt mal als Beispiel an Flickr zeigen. Flickr.com. Wie einfach da der Upload ist. So, und zwar habe ich ja hier Upload. Und die einzige Einschränkung, die es gibt, man muss quasi immer die klassischen Uploader benutzen, weil es über Flash irgendwie nicht so richtig zu funktionieren scheint. Das ist aber kein Problem. Hier gibt es den Basic Uploader, den gibt es auch bei YouTube, bei Imgur und bei mehreren Services, die ich jetzt getestet habe. Und wähle ich hier ein Foto aus. Ich nehme mal ein Foto von meiner Katze in der Sonne. Okay. Und dann sieht man jetzt hier, er hat die Datei da. Und dann kann ich sagen Upload. Muss man kurz einen Moment warten. Da sieht man jetzt Uploading. Der Nachteil an der Variante ist halt einfach nur, dass man keinen schicken Flash-Ladebalken sieht, der anzeigt, wie weit es ist. So, okay. Und hier ist jetzt mein Foto. Hier kann ich jetzt noch eine Beschreibung eingeben. Katze in der Sonne. Ja, okay, habe ich ein Leerverzeichen vergessen, aber ist jetzt nicht so schlimm. So, kann es hier noch zu einem Set hinzufügen. So, da ist das Set. Okay, und jetzt sage ich Save. Und das Bild ist halt in meinem Stream. So, das Ganze funktioniert auch mit YouTube. YouTube.com. So, gehe ich auch hier wieder auf Upload. So, und auch hier muss ich jetzt wieder sagen, dass ich den Basic Uploader benutzen möchte. Das sieht dann einfach nur ein bisschen anders aus. Upload Video, Browse, und dann öffnet sich wieder das Fenster, wo ich eben hier auf meine Dateien zugreifen kann. Jetzt in dem Fall Video. Nehmen wir doch mal hier so ein Ententeich-Video, 39 Sekunden lang. Und der zeigt mir hier dann sogar an, wie weit er mit dem Upload ist, was Flickr ja irgendwie leider nicht macht. So. Jetzt sage ich hier noch Entenvideo und sage, dass es nicht gelistet sein soll. Und dann muss man nur einen kleinen Moment warten. Das Video, oh, sind jetzt 75 MB. Okay, das wird natürlich dann nicht mehr fertig während des Videos, aber man sieht ja, die Prozentzahl läuft hoch, also es funktioniert auf jeden Fall. Und ich habe auch schon erfolgreich damit Videos hochgeladen, also das funktioniert ganz gut. Ja, funktioniert natürlich dann auch mit der Dropbox, wobei für Dropbox gibt es mittlerweile eine App, aber wenn ihr irgendeinen Dienst nutzt, wo ihr eben irgendwas hochladen wollt, dann funktioniert es, solange es neben einem Flash-Uploader auch noch einen anderen Uploader gibt. Also so funktioniert es zum Beispiel auch mit WordPress, auch da kann ich Bilder hochladen. Das funktioniert also wirklich gut, da einem, wie gesagt, eben wenn man hier eine Datei auswählt, eben immer Zugriff auf die Dateien, die man hier hat, gegeben wird. Also auf Fotos, Videos, Musik und auch Dokumente. Also hier habe ich jetzt meine PDF, Excel und was weiß ich, was ich alles runtergeladen hatte, beziehungsweise hier hoch auf das Gerät aufgespielt hatte, habe ich alles zur Verfügung, kann ich nutzen.